Auch wenn man es manchmal nicht so richtig mitbekommt, gibt es jede Minute hunderte von guten Taten auf dieser Welt. In diesem Video stellen wir 25 Momente vor, in denen Menschen gute Dinge taten. Und jetzt viel Spaß! Der Lieblingsnachbar für die Kinder ist dieser ältere Herr. Denn jedes Mal, wenn sie irgendwie ein kleines Problem mit ihrem Fahrrad haben, kommen sie zu dem Mann hingefahren, der ihnen dann sofort dabei hilft, das Ganze zu reparieren. Die Mädchen in diesem Video machten ihrem Coworker eine ganz besondere Überraschung. Denn Tage zuvor war leider Gottes sein Fahrrad auf der Arbeit kaputt gegangen. So entschlossen sich die Mädchen dazu, allesamt etwas Geld zusammenzulegen, um dem Mann dann ein neues Fahrrad zu kaufen. Dieser war natürlich unglaublich gerührt. Diese wundervollen Aufnahmen entstanden in Indien. Zwei Frauen hielten über einen Straßenhund einen kleinen Regenschutz, damit dieser nicht nass wird. In Japan entstand plötzlich ein unglaublich starkes Erdbeben. Die Schüler mussten natürlich schnellstmöglich das Gebäude verlassen. Und dieser Mann hat definitiv einen besten Freund, denn er hatte sein Bein gebrochen und sein Kollege nahm ihn sofort auf die Schultern, um rauszurennen. Manchmal sind es kleine Dinge, die eine ganz große Wirkung haben. Und das Publikum war unglaublich begeistert aufgrund der Geste des linken Gitarrenspielers. Dieser ging direkt zu seiner besten Freundin hin, als er merkte, dass etwas mit ihrer Gitarre nicht stimmte. Und während des kleinen Live-Konzerts schaffte er es dann, die Gitarre wieder richtig zu stimmen. Legend. Die Familie war gerade auf das Meer herausgefahren, um dort mit ihrem Boot einen schönen Tag zu verbringen. Einer ihrer Kinder machte dann aus Weitem eine unglaubliche Entdeckung. Denn er sah immer wieder ein kleines braunes Wesen, welches sich im Wasser bewegte. Die Familie entschloss sich genau richtig und fuhr dem Ganzen etwas entgegen. Als sie dann sahen, dass es ein Hund war, wussten sie, dass es nur um jede Sekunde geht. Und am Ende konnten sie glücklicherweise das Leben retten. Der Vater des Sohnes ist Feuerwehrmann. Und als dieser seinen Kollegen berichtete, dass auch sein Sohn unglaublicher Fan der Feuerwehr ist, machten sie bei ihrem nächsten Einsatz einen kleinen Abstecher zu ihm nach Hause, um dem Sohn schon mal die Feuerwehrwagen vorzustellen. Unglaublich emotional wurde es auch in diesem Video. Die Frau, die den Bus fährt, macht das Ganze mittlerweile seit über 40 Jahren. Und auch Kinder, die sie früher zur Schule gefahren hat, kommen heute noch manchmal vorbei, um ihr dann kleinere Geschenke zu machen. Das kleine Baby hatte während des Flugzeugstarts etwas Angst. Und so lief eine Flugbegleiterin zu dem kleinen Baby hin und schaffte es dann, das kleine Baby zu beruhigen. Der beste Freund von diesem Rollstuhlfahrer ist sein eigener Hund, denn er hat mittlerweile leider beide Arme amputiert bekommen. Und sein Hund fährt ihn jeden Tag in die Stadt und hilft ihm dann dabei, etwas einzukaufen. Mitten auf der Straße sah eine Passantin die ältere Dame, die nur noch sehr schlecht zu Fuß war. Und so half sie ihr, auf die andere Seite zu kommen. Dieser Paketbote hatte noch eine weitere Überraschung, denn er brachte nicht nur das Paket, sondern auch noch den Schlüsselbund, den die Frau auf ihrem Grundstück verloren hatte. Einen solchen Lehrer wünscht sich wirklich jeder Schüler, denn dieser füllt jeden Tag die ganzen Wasserflaschen seiner Schüler während des Unterrichts auf. Musik
Unglaubliche Szenen entstanden auch an diesem Hafen. Ein älterer Herr schaute immer wieder in das Hafenbecken, verlor plötzlich das Gleichgewicht und fiel dann in das Wasser. Glücklicherweise gab es direkt extrem viele hilfsbereite Menschen, die sofort zum älteren Herrn hingingen und ihm dann das Leben retten konnten. Die Frauen in diesem Video laufen jeden Tag durch die Innenstadt und verbreiten dort etwas gute Laune. Und als das Kind die gut gelaunten Frauen sah, wollte es direkt mitlaufen. Der Mann in diesem Video hielt über den Straßenhund einen eigenen Regenschirm. Und so entschloss er sich dazu, sich einfach mal im Regen rumzuwälzen. Die ältere Dame in diesem Video feierte ihren 84. Geburtstag. Und dieser sollte ein ganz besonderer werden. Denn als die Kellnerin erfuhr, dass die Frau 84 Jahre an diesem Tag wird, entschloss sie sich dazu, das ganze Restaurant dazu aufzumuntern, ihr ein kleines Geburtstagsständchen zu singen. Eine unglaubliche Freundschaft pflegen der Metzger und eine kleine Straßenkatze. Wenn die Straßenkatze nämlich hungrig ist, kommt sie meist jeden Tag zu diesem Metzger gelaufen, stellt sich auf das kleine Schäfchen drauf und bekommt dann etwas Fleisch über die Theke gereicht. Ja. Auch eine ganz besondere Überraschung bekamen die Arbeiter in diesem Video. Das Mädchen sah von zu Hause aus, dass die Männer unglaublich am Schwitzen waren. So nahm sie etwas Wasser und brachte den Männern ein paar kühle Getränke vorbei. Als der Pilot sah, dass Menschen im Flughafen Schere, Stein, Papier spielten, schaute er aus seinem Fenster heraus und spielte mit dem kleinen Kind mit. Das Kind in diesem Video verfehlte mehrfach den Eimer. Doch die Frau half dem Kleinen dabei, dass auch die Bälle im Eimer landen. Beste Freunde zu haben ist unglaublich wichtig. Und die besten Freunde des Rollstuhlfahrers nehmen ihn auch immer mit auf ihre Wanderung. Und so wechseln sie sich natürlich ab, um den Mann nach oben zu schieben. Ein unglaubliches Geschenk bekam dieser Mann, welcher unter Down-Syndrom leidet. Als das Publikum nach und nach erfuhr, dass er an diesem Tag Geburtstag hatte, entschloss sich der ganze Block dazu, plötzlich ihm einfach ein Geburtstagsständchen zu singen. Der Mann war natürlich unglaublich gerührt. Hey. Als dieser Paketbote an einem verschneiten Tag zur Haustür lief, entschloss er sich kurzerhand dazu, einfach mal den kompletten Weg vom Schnee zu befreien. Etwas Schminke kann manchmal ganz schön viel ausmachen. Ihre Stieftochter schminkte einfach ihre Mutter mit 90 Jahren nochmal so richtig hübsch. Und sie war natürlich unglaublich begeistert. Als das Kind erfuhr, dass sein Schulkamerade nur sehr wenig Geld hat und sich keine neuen Schuhe leisten konnte, erzählte er das Ganze zu Hause. Und dadurch, dass er das Ganze zu Hause erzählte, bekam er das Geld, um seinen besten Freund ein paar neue Schuhe zu kaufen. Manchmal sind es auch die kleinen Gesten, auf die es ankommt. Dieser ältere Herr stand vor der Toilettenkabine und half den Frauen dabei, umsonst hineinzukommen. Die ältere Dame in diesem Clip geht jeden Tag im Park spazieren und kümmert sich dann um die kleinen Lebewesen. Zu absoluten Lebensrettern wurden am Ende mehrere Männer in diesem Video.
als sie sahen, dass der Mann nicht wie geplant oben auf dem Hügel landete, sondern etwas abrutschte, rannten sie sofort hin und konnten ihn glücklicherweise an seinem Schirm festhalten. Und so haben sie ihm wohl vermutlich das Leben gerettet. Als das kleine Kind durch den Supermarkt geschoben wurde, begrüßte es einfach die fremden Menschen. Und dieser Mann schenkte daraufhin dem kleinen Jungen aufgrund seiner Freundlichkeit ein kleines Auto. Die Frau in diesem Video hatte anfangs unglaubliches Glück, dass sie nicht in den Gullischacht rutschte. Und danach ging die Frau auch nicht weiter, sondern kümmerte sich darum, mit weiteren Passanten den Gullideckel wieder richtig auf das Loch zu legen, damit niemand reinfallen kann. Dieser kleine Junge machte seiner Freundin ein wunderschönes Geschenk, denn er überraschte sie am helllichten Tag mit einem Strauß Blumen. Das Mädchen war natürlich unglaublich gerührt aufgrund der schönen Geste. Wie schnell Lehrer auch zu Lebensrettern werden können, sieht man in diesem Video. Denn hier ist ein unglaublich starkes Erdbeben zu sehen und gleichzeitig sieht man, mit welcher Vernunft die ganzen Lehrer handelten, um ihre Schüler schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen. Am Ende wurde nämlich auch niemand verletzt. Der LKW war dafür da, die Straße zu bewässern. Doch als er die Motorradfahrer sah, hörte er genau in diesem Moment extra damit auf, damit sie nicht nass werden. Warum Väter die allerbesten sind, sieht man in diesem Clip. Denn der Vater kocht auch noch zum Teil über 6 Stunden lang mit 76 Jahren für seine Kinder, wenn sie zu Besuch kommen. Der Mann hielt seinem Hund extra die Ohren zu, damit die Sirenen der Feuerwehrwagen nicht allzu laut sind. Dass Kinder ein unglaublich gutes Herz haben, sieht man auch in diesem Clip. Der Junge war mit seiner Mutter spazieren, als er plötzlich ein kleines Lämpchen sah. Ihm fiel natürlich sofort auf, dass das kleine Lamm ohne seine Mutter unterwegs war. Und so entschloss sich der kleine Junge dazu, gemeinsam mit dem Lämpchen auf die Suche nach seiner Mutter zu gehen. Und am Ende gelang ihm das Ganze natürlich und das kleine Lamm war unglaublich happy. Ein Autofahrer war bewusstlos und dieser Mann schaffte es kurz vor einem Unfall noch die Handbremse anzuziehen, damit das Auto zum Stehen kam. Warum eine starke Nachbarschaft so unglaublich wichtig ist, sieht man auch in diesem Video. Denn der Mann war vor kurzem mit seiner Familie in die Nachbarschaft gezogen. Und als dieser dann ein paar Gartenarbeiten vollrichten wollte, kam direkt sein Nachbar hinzugelaufen und stellte ihm direkt seine Gartengeräte zur Verfügung. Als die Familie mit ihrem Auto liegen blieb, kam die Polizei an diesem Tag zu Hilfe. Und der Polizist machte das gemeinsam mit den Kindern der Familie, damit sie auch beim nächsten Mal wissen, wie das Ganze funktioniert. Auch die kleinen Geschenke führen manchmal zu einer großen Freude. Diese Fensterputzer bekamen in schwindelerregender Höhe eine Flasche zu trinken geschenkt. Dieser Mann in Indien schaffte es, eine Katze von einem Felsen zu retten. Der Paketbote in diesem Video verkleidete sich extra als Weihnachtsmann, der zu seinem Lieblingskunden fuhr. Und das ist ein Junge mit Down-Syndrom, der sich jeden Tag unglaublich auf den Paketboten freut. Und an diesem Tag bekam er vom Paketboten ein kleines Weihnachtsgeschenk. Nachdem die Lehrerin den letzten Tag an ihrer Schule vollbracht hatte, ging sie in das darauffolgende Wochenende ins Disneyland. Und eine Klasse entschloss sich dann dazu, die Lehrerin auf ihrem Ausflug zu überraschen. Und so entstand dieses wunderbare Bild. Das Mädchen in diesem Video ist schwer krank und auf eine Spende angewiesen.
Doch die Ärzte und Krankenschwester entschlossen sich an diesem Tag dazu, dem kleinen Mädchen zum Geburtstag ein wunderbares Geschenk zu machen. So hatten sie sich dann zum Teil verkleidet und sangen ein kleines Geburtstagsständchen für sie. What do you think? Are you going to be like texting, calling? No? Always be on the Just call. Dieses wundervolle Bild entstand in einer Bahnstation in den USA. Ein Mann lief sofort zu einer älteren Dame hin, welche schweres Gepäck bei sich hatte. So nahm er natürlich direkt die Einkaufstüten ab und lief dann mit der Frau gemeinsam aus dem Bahnhof heraus und brachte auch noch ihre Taschen in das Taxi. Und jetzt schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, welche der heutigen Videos du am emotionalsten fandest. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da.